Hey Leute, weiter geht's bei Final Fantasy VII Rebirth. Wir wollen heute noch die beiden Nebenmissionen in Costa del Sol machen und Yuffie ist jetzt in der Truppe. Ich weiß noch nicht, ob ich das bereue. Die ist noch ein bisschen schwach außer Brust, also ihr Angriff ist am schwächsten von allen, mit Ausnahme von Arius, und bei TP sieht's auch so aus, aber das wird bestimmt noch. Die hat nicht so viele Waffenpunktfähigkeiten bisher. Eine Weile lassen wir sie erstmal drin ausprobieren und dann mal gucken. Ich werde wahrscheinlich zu Barrett zurückgehen. Du bist doch der Typ, der gegen diesen Shinra-Kittel gekämpft hat. Kein Zweifel, das ist er. Ich bin Fran. Und ich Naomi. Ich heiße Yoda. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber wärst du bereit für einen Auftrag? Welcher Form? Keine Angst, ist ganz einfach. Du musst nur mit deiner Freundin auf ein Date gehen. Mit mir? Nein! Wisst ihr, wir designen in unserem Laden in Costa del Sol exklusive Bademode. Und unsere neueste Kollektion soll sich um Bademode drehen, die man zu einem romantischen Date tragen möchte. Allerdings haben wir überhaupt keine Ideen für ein ansprechendes Design. Nix, nada, niente. Und die Modenschau ist auch schon bald. Wir sind also ziemlich aufgeschmissen. Und hier kommt ihr ins Spiel. Wir wollen Pärchen bei ihrem Date beobachten und uns inspirieren lassen. Was ist? Habt ihr Lust bekommen? Hält sich in Grenzen. Meinst du diesen Shinra-Wissenschaftler? Wir waren nur auf Bitten des Bürgermeisters bei ihm. Das ist alles. Okay, ein bisschen haben wir vielleicht auch gehofft, er könnte uns zu einem Laden in Midgar verhelfen. Daraus wurde aber nichts. Deine Freundin scheint bei euch die Hosen anzuhaben, stimmt's? Mit unserer neuen Kollektion wollen wir selbstsichere und zielbewusste Frauen ansprechen. Du kannst ihn aus der Reserve locken, das habe ich sofort erkannt. Habe ich recht? Also, ich weiß ja nicht. Okay. Cool, ihr seid uns eine große Hilfe. Überlasst alles uns. Wir planen für euch den perfekten Tag. Ich warte bei der wilden Hatz. Und ich werde euch bei der Piratenparty erwarten. Aber lasst euch nicht hetzen und genießt eure Zweisamkeit auf dem Weg zu uns. Okay. Warum ist das immer Arius? Ziemlich. Wir haben drei Ladies in der Party. Kann Cloud nicht wählen? Oh, na, dann muss ich mich wohl richtig ins Zeug legen. Ein normales Date reicht. Und was bedeutet normal für dich, Cloud? Ein Spaziergang zum Beispiel. Ah, auf den Dächern vielleicht? Warum nicht? Mir hat Spaß gemacht damals. Naja. Da seid ihr ja. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Du musst nur die Zielscheiben treffen und damit auch ihr Herz. Warum macht man dieses Minispiel jetzt schon wieder? Naja, ist das Wesen anders als letztes Mal? Ja. Das war klasse! Hurra! Ich hab den da hinten gesehen. Ich hatte das Gefühl, das ist einfacher als das normale Minispiel. Einfach super! Ah, scheiße, da war noch einer. Der kommt nicht wieder raus. Ich habe darauf ein bisschen spekuliert. Wow. Ah, der ist so weit ab. Was? Und der braucht mehrere. Okay, ich habe 6-3. Ich brauche 10.000. Soll ich den denn treffen?
Wenn ich das wüsste, dass der doch mal unten mal lang gelaufen. Na was? Du machst das. Nein. Wow. Ja, ich bin über die 10.000. Ich will den Mongol treffen. Ja, die letzte Runde war zum Kotzen, aber ich habe die 10.000 wenigstens geschafft. Wow. Ja, wenn ich 18.000 geschafft hätte, hätte ich noch einen Reif bekommen. Okay. Nee, das mache ich später off-cam. Nicht schlecht. Aber ich glaube, ich könnte das sogar noch besser. Bitte was? Eine Frau, die weiß, wie man Männerherzen erobert. So soll es sein. Mit dem Schwert hätte ich es besser hingekriegt. Er hat das alles für sie getan. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ich bin dann mal im Laden und arbeite an der Kollektion. Euer Date ist hier aber noch nicht zu Ende. Naomi erwartet euch bei der Wilden Hatz. Das war der Fußballplatz, ne? Ich bin richtig gespannt, was wohl als nächstes kommt. Mhm, ich auch. Wieder so ein Schrott. Dass das hier ein Job ist. Der Alleskönner kann alles außer sich amüsieren, was? Ich bin jedenfalls in der richtigen Stimmung für dieses Date. Und ich in Kampf- oder Fluchtmodus. Warum das denn? Bei oh, da seid ihr ja endlich. Beeilt euch, das Rennen fängt bald an. Welches Rennen? Wilde Hatz ist die beliebteste Ballsportart in Costa. Hier kann das eigene Haustier sich mal so richtig austoben. Und was gibt es Besseres, als mit seiner großen Liebe einem knuffigen Tierchen dabei zuzusehen, wie es seinen Spaß hat? Seid ihr bereit? Ja. Okay. Also dann, wünscht mir Glück. Hast du eigentlich zugehört? Was ist für Tiere? Menschen sind per Definition Tiere. Also kann ich mitmachen, richtig? Nein, das geht leider nicht. Ach, Menno. Aber ihr habt doch ein Haustier, oder? Lasst mal das Haustier ran, das keins ist. Dieses Rennen habe ich so gut wie gewonnen. Red macht das schon. Na gut, dann müssen wir ihn wohl ordentlich anfeuern. Gib mir ein R! Gib mir ein E! Gib mir ein D! Oh Gott, dieser Scratch! Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Erziele in der farblich angezeigt. Ah, so! Ja, super. Es sind nicht mal Verteidiger da und ich treffe das Tor nicht. So, jetzt den blauen rein. Hä? Ach so, man muss auch ins richtige Tor pfeffern. Ja, die anderen Bälle sind dazu da, um mich zu behindern. Ja, ich hau natürlich gegen den Pfosten, natürlich. Was mache ich denn? So. Das ist der Ball, ne? Ja, die... Komm. Weg. 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 Red. Komm. Stell dich nicht so an. So, gelb. Wo ist der Gelbe? Hallo?
Da ist der blaue. Wo ist denn der gelbe? Da hinten. Zielvorgabe ist 3,30. Schieß mal da hinten in die Richtung hin. Ah, mit Hindernissen. Mach das Hindernis bitte weg. So, der blaue ist wo da? Ja, schon gut angenähert. So, der rote war da. Mach weg! Komm! Rein! Rein! Nein! So, und der schwarze? Wo liegt der schwarze? Da. Hä? Da ist ein Brett davor. Muss ich den reinlupfen? Ich probier's mal. Zack! Geh rein! $2,30, okay. Muss ich mich wohl anstrengen, um die alle Preise zu bekommen. Wow. Megalon-Anreif bekomme ich dann noch. Nee, lass mal. Ich hätte mich am Anfang nicht so zurückhalten sollen. Mach dir nichts draus. Mhm. Durch ihr Haustier scheinen die beiden eine sehr innige Beziehung zu haben. Als sie gesehen haben, wie sich ihr Hündchen für sie angestrengt hat, hat es noch einmal richtig gefunkt. Zum Dahinschmelzen. Genau das habe ich gebraucht. Mein Kopf sprudelt schon über vor all den Ideen. Entschuldigt mich, aber ich muss sofort zurück in den Laden. Yoda hat übrigens noch etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Deswegen solltet ihr euch jetzt sofort zum Chocobo-Verleih begeben. Mhm. Ich ahne Übles. Ich bin schon auf diese neuen Kreationen gespannt. Welche Art von Badesachen gefallen dir denn so? Warum? Ach, reine Neugier. Hm. Erstmal sollten sie funktional sein. Wasserabweisend. Hä? Achso, da unten muss ich lang. Gute Wasserverdrängungen sind wichtig, wenn man unter Wasser kämpfen will. Alles klar. Hä? Wie ging's da nochmal lang? Was ist das hier überhaupt? Hey Bruder, stell dir vor, wir bieten jetzt auch Stadtführungen an. Ich zeig dir die Gegend, wie du sie noch nie erlebt hast. Wo würdest du gern hin? Ach, man kann innerhalb der Stadt sich teleportieren. Das ist immer bei der Größe hier gar nicht so nötig, ne? Ich nehme an, da kommt auch, wenn man weiter kommt, viel davor. Aber... Es reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Chocobos. So, und wo ist die Dame da hinten? Mitgliedskarte für den Chocobo-Verleih? Dann gebe ich euch die hier. Damit könnt ihr euch überall einen Chocobo leihen. Das ist Kima. Sie ist sehr liebenswürdig. Reitet mit ihr bis zum Muschelstrand. Dort könnt ihr eine schöne Zeit verbringen. Wie niedlich! Ich würde das hässlich bezeichnen. Aber über den Strand wäre zu langweilig. Deswegen möchte ich, dass ihr dort Muscheln sammelt.
Und wenn ihr schon mal sucht, haltet nach extra großen Exemplaren Ausschau. Aha. Ich warte hier auf euch. Und vergesst nicht, sammelt auch ein paar unvergessliche Erinnerungen für euch. Ja, ja. So, wo soll ich jetzt hin? Das ist hier am Arsch der Welt. Ja, dann kriegen wir schon einen kleinen Eindruck von der Region. Ist doch schon mal geritten. Aber das hier ist neu. Stimmt. Muscheln haben wir bisher noch nicht gesucht. Doch nicht die Muscheln. Sag bloß, du bist nervös. Quatsch. Ist doch ein Kinderspiel. Wir gehen mal ein bisschen zu Yuffie. Yuffie nutzt Wurfsterne und Ninja-Künste für den Kampf. Drücke Fehlt, um einen Wurfstern in Richtung Gegner zu steuern. Halte die Taste gedrückt, um während einer Rückwärtsbewegung kontinuierlich nach vorn zu werfen. Drücke 3, um einen Wurfstern zu benutzen, um im Flug per Ninjutsu mit Viereck seine elementare Affinität zu ändern. Die Wurf... Okay. Jetzt gibt's eine Lernstunde. Ich dachte, sie ist eine Fernkämpferin. Das sieht mir nach Nahkampf aus. Oder liegt das an der Waffe? Hier sind auch die ganzen Fähigkeiten blockiert. Okay, das sieht zwei verschiedene Waffen. Ein Wurfstern und hier so eine Nahkampfwaffe. Ah ne, jetzt geht's. Ah, das lag wahrscheinlich daran, dass ich im Himmel war. Okay, wenn das kein Fernkämpfer ist, dann muss ich die Gruppe umstellen. Ich tu mal kurz die Waffe wechseln. Ich habe das nur ausgerüstet, weil sie da die Fähigkeit noch nicht hat. So, da sind ja gleich die nächsten Opfer. Ich zähle auf dich. Ja, Yuffie ist eine Nahkämpferin. Lass mich mal. Das sollte reichen. Und tschüss! Der Feind ist geschwächt. Eins nach dem anderen. Okay, das habe ich. Ich habe Yuffie für eine Fernkämpferin gehalten. Dann muss ich die Gruppe ein bisschen umstellen. Dann kommt Barrett da rein. Da Tifa. Dann machen wir hier noch... Ja, das lassen wir so, dass das... Oh, dann ist Red in keiner Konstellation da. Dann machen wir mal so, das ist ausgeglichen. Dann machen wir eine Gruppe, die komplett aus Nahkämpfern besteht. Und wir machen eine Gruppe, die komplett aus... Mit Ausnahme von Cloud, die aus Fernkämpfern besteht. Dann passt das, denke ich. Yuffie will ich jetzt in eine Weile ausprobieren. Aber ich werde sehr wahrscheinlich zu Tifa zurückkehren. Denke ich. Es sei denn, sie überzeugt mich richtig. Später im Spiel gibt es ja noch Vincent und Sid hoffentlich. Und ja, das war so meine Gruppe in Original Final Fantasy. Cloud, Sid, Vincent. Auch wenn Vincent Limitfähigkeit für den Arsch war. Aber ich habe den halt von Charakter gemacht und deswegen immer reingenommen. Hier ist er hoffentlich im Kampf etwas nützlicher. Also Vincent ist für mich safe. Das ist einfach eine viel zu coole Sau. So. Ich denke, die Muscheln sollten ganz in der Nähe zu finden sein. Ja, da wir bei den beiden Monstern da. Müssen wir hier aufräumen. Oh, ich hab die falsche Gruppe. Egal.
Können wir mal analysieren? Das will bestimmt Chatley wieder. Oh. Ich bin weg. Hier kommt Barret. Dreckstück. Okay, ich weiß, was mich in den Frosch verwandelt. Diese scheiß Blasen. Okay, Cloud ist wieder normal. Jetzt erst recht. So, analysieren wir mal. Das will Chatley bestimmt wissen. Ja, von hinten angreifen, ne? Sonst verteile ich sie nicht. Und tschüss! Verzieh dich! Nichts überstürzt. Hier kommt Barret! Spann die Schirme auf, das alles? Jetzt mag es bleiben. Übernimm mal! Ich verliere. Ist jetzt Schluss! Ja, ich bin wieder ein Frosch. So viel blocken wie du willst, wenn ich einen Fernkämpfer habe, bringt dir das nichts. So, jetzt bum 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 bum! So, jetzt geht's aber auf Muschelsuche. Ja, ja. Dann mal zurück in den Sattel. Au ja, glaub mir, das wird ein perfektes Date. Ja, es ist das gleiche mit den Schokobo. Sammeln wir ein paar Muscheln. Drei Stück, okay. Drei Gill, wow. Hallo? Oh, da ist was versteckt. Was passiert hier? Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Wer ist für dich? Kannst du jetzt übernehmen? Wurde schon ungeduldig. Wie schmeckt dir Rettstück? Übernimm du. Muss durchhalten. So, das wollte ich nur. Nicht, dass Cloud mir hier verreckt. Eine Auffrischung. Wieso habe ich null Muscheln angezeigt? Ich habe doch eben schon was gefunden, oder? War das eine Niete? Da haben wir noch was. Der Vogel ist so dämlich. Das ist nicht die... Ach so, da stand da eben bestimmt auch. Scheint in der Nähe von was zu sein. Hast du sowas schon mal gesehen? Die ist ja riesig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in so einem riesen Ding mal ordentlich was an Muschelfleisch gesteckt hat. Würde ich gern mal probieren. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Gourmet bist. Bin ich nicht. Ich esse alles, was man mir vorsetzt. Hm. Oh, Cloud. Da wäre ich an deiner Stelle aber wirklich vorsichtig. Sonst platzt du nämlich irgendwann. Aeris, wie kommst du immer auf sowas? Na je. Nun lach doch mal.
Warum nimmt er das jetzt nicht auf? Weil Aeris gequarkt hat oder was? Ja, da habe ich doch eben gepickt. Ich mag so kleine süße Muscheln. Okay, das war die zweite. Einsetzen eine solche Muschelhälfte bei sich. Ah, und die andere Hälfte schenken sie jemandem, der zu Hause auf sie wartet? Ich liebe solche romantischen Geschichten. Aber sollte jemand anderes diese Muschelhälfte zu Gesicht bekommen, ist es ein Omen für den Tod. Okay. Oh, ja, da ist wieder etwas, was mich nicht mag. Ist jetzt Schluss. Ich leg los. Übernimm du. Wurde schon ungeduldig. Verzieh dich. Wie schmeckt dir das da also? Da geht noch was. Ich zähl auf dich. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Der ist für dich. Du schaffst das schon. Hier kommt Barret. Na dann. So, wir wollten ja Yuffie ausprobieren. Das vergesse ich die ganze Zeit schon. Ich denke mal, bis zur Goldsoße lassen wir die drin. Und dann gibt es ein kleines Zwischenfazit. Okay, das ist wieder falsch. Unten am Strand ist noch was. Das ist wieder verkehrt. Nein. Ich bin noch nicht fertig. Eine fehlt noch. Wo ist denn der? Ja, ich bin... Es fehlt wahrscheinlich eine Ausgrabung noch und das wird die richtige sein. Hier verlasse ich den Bereich, richtig? Okay, dann gucken wir mal hier noch, ob er irgendwas anzeigt. Es ist bestimmt, wie ich denke, es fehlt genau eine einzige Ausgrabung noch. Alles andere werde ich haben. Wo ist die letzte Muschel, verdammt? Okay, diese Mission gestaltet sich länger, als ich... Ah, da ist sie. Als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege halt beide hin, aber das wird nur die hier werden. Die ist sehr, sehr umfangreich. Ja, weil wir diese ganzen Minispiele machen mussten, ne? Vogel, bitte. Und wehe, es ist die falsche. Interessante Form. Danke. Oder? Weder zu groß noch zu klein. Puh, gute Ausbeute. Ich denke, die sollten doch wohl reichen. Genug für heute? Was meinst du? Schließlich geht's hier nicht nur um mich. Wir sind doch beide auf diesem Date. Ja, ja. Ich will jetzt so schnell wie möglich beenden. Tolle Muscheln mitgebracht? Ja! Hattet ihr Spaß bei eurem Ausritt? Geht so. Spielt das eine Rolle, welche ich hier gebe? Ich nehme mal das mit 3 Sternen. Oh, das ist ja... Wahnsinn, oder? Die gehört auf jeden Fall in ein Museum. Um ein Lächeln ins Gesicht seiner Liebsten zu zaubern, braucht es Muscheln oder eine schöne Erinnerung. Oder beides. Dank euch hatte ich gerade eine Eingebung für einen atemberaubenden Schnitt. Muss sofort zurück in den Laden.
Kommt doch später bitte zum Veranstaltungsplatz am Strand von Costa. Dort findet unsere Modenschau statt. Bis dann! Okay, man kann ihr verschiedene geben. Ich nehme an, das mit den drei Sternen ist am besten. Beim nächsten Mal auf einem Chocobo reiten wir zusammen auf dem Rücken. Nein. Sehr langsam machen. Umso besser. Warte, wo sind sie? Da oben. Kann ich mich da hinporten? Leider nicht. Die Landschaft zu betrachten. Ich sitze aber vorn. Na klar, ich weiß doch, dass dir sonst schlecht wird. Ja, ja. Bestimmt gibt es jetzt noch eine tolle Modenschau. Oha. 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 Mit diesem Teil schießt man sein Herzblatt ganz sicher ab. Das Rennen um die Liebe kann nur eine gewinnen. Und zwar die Trägerin dieses Teils hier. Wer das perfekte Date will, muss beim perfekten Outfit anfangen. What the hell? Wenn ein Outfit auch richtig zur Geltung kommt, braucht es ordentlich Muskelmasse. Findet ihr nicht? Nein. Sixpack und Knackers gefällig? Kriegt ihr! Kommt noch heute zum Mann! Oh Mann! Wo kühle Recken schwitzen, damit die Muskeln blitzen! Cringe! Ihr seid ja wirklich gekommen. Und? Wie hat euch unsere neue Bademodenkollektion gefallen? Ganz und gar fantastisch. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was wir dazu beigetragen haben. Die besten Inspirationen kommen uns immer, wenn wir Turteltäubchen in Costa beobachten. Genau. Costa del Sol ist das Paradies unter der Sonne. Hier verbringt einfach jeder eine schöne Zeit. Und die Erinnerungen dieser Leute fangen wir für unsere Mode ein. Wir wünschen uns nämlich, dass alle auch weiterhin am tiefblauen Meer, unter dem endlosen Himmel und am glitzernden Strand nach Herzenslust Spaß haben. Na, wenn das mal nicht der gute Cloud ist. Ah, wir kennen uns doch vom Wallmarkt. Aha. Was machst du denn hier? Betriebsausflug. Wir sind jedes Jahr in Costa del Sol. Um ein bisschen zu entspannen und uns neue Outfits schneidern zu lassen. Da fällt mir ein, komm doch nachher mal vorbei, Cloud. Wir könnten da bei einer gewissen Sache nämlich gut die Hilfe des Alleskönners gebrauchen. Ich mach keine Kniebeugen. Ich schau mal. Ja, dass ich das nachholen kann. Okay, Leute, wir sind in der Folge. Was Johnny will, das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Und ja, die gute Dame. Oder Typ, Jinan. Man weiß es nicht so richtig. Will dann bestimmt auch noch was. Aber alles Stoff für die nächste Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.